So richtig frohlockend war das jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja, es sind einfach viele Dinge eingeprasselt, die das immer so ein bisschen getrübt haben. Und auch diese zeitliche Abfolge ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, dass man den Titel vor 2 Wochen gewonnen hat und dann 4 verschiedene Feierlichkeiten kommen. Es ist nicht ganz so emotional, wie ich mir das erhofft habe. Trotzdem freue ich mich natürlich darüber, dass ich da das erste Mal stehen kann und dass dann viele Fans da sind. Welches Lied ich anstimme, weiß ich noch nicht. Werde ich vielleicht auch mit dem Capo mal absprechen müssen, was die so hören wollen oder was die so singen wollen. Was bleibt vor allem bei mir hängen, dass es kein Selbstläufer ist, Bayern zu trainieren, ist klar. Ich meine es aber in dem Sinn, dass die Spieler tatsächlich auch ständig Unterbrechungen wollen, alles gecoacht haben wollen, dass es eben nicht so ist, dass man sie nur laufen lässt und alles von alleine funktioniert, sondern sie auch danach lechzen, immer Inhalt zu kriegen. Das haben wir, glaube ich, in der Theorie sehr viel gemacht, in der Praxis eher ein bisschen zu wenig oder zu sehr viel darauf gehofft, dass es von alleine umgesetzt wird. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall einen nervigeren Trainer geben für die Spieler, der entgegen der ein oder anderen Medienberichterstattung nicht weniger coachen sollte, sondern mehr. Das ist auch der Wunsch der Spieler.